Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk. Ja, wir sind immer noch in dieser einen Mission, wo wir eben gerade mit Barry geredet haben. Wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht, da steht ja noch als optionale Mission oder als optionales Missionsziel, dass wir Andrews Nische finden sollen. Aber ob wir das jetzt schon verkackt haben, weil wir aus der Wohnung raus sind oder nicht, das weiß ich leider nicht. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Achso, jetzt bin ich natürlich mit dem Aufzug hier runtergefahren, ne? Ich wollte ja eigentlich unser Auto wiederholen. Deswegen würde ich sagen, laufen wir einfach mal kurz rüber. Achso. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwie durchkommen. Okay, hier ist einfach nichts. Tür öffnen, verschlossen. Alles klar. Dann müssen wir kurz über die Straße latschen. Ins Parkhaus. Das ist ja direkt hier drüben. So, mittlerweile komme ich klar. Wie gesagt, beim ersten Mal, als ich das Parkhaus gesucht habe, bin ich irgendwie 15 Mal dran vorbeigefahren. Aber mittlerweile komme ich klar. Ja, gucken wir mal, ob wir jetzt direkt die Polizisten... Lol. Meine Vermutung wäre jetzt, dass dieses Auto in unserem Auto spawnen wollte und dann einfach weggekickt wurde. Wäre auf jeden Fall witzig. Dann hat unser Auto auf jeden Fall was gebracht. Einfach andere Leute von abhalten, hier zu parken. So muss das. So, aber gucken wir einfach mal. Es ist irgendwie übrigens echt schwierig, Leute umzufahren, muss ich sagen. Und die despawnen auch relativ schnell. Das ist mir gerade mal wieder aufgefallen, weil ich mich kurz umgedreht habe. Warte mal, gucken wir mal, ob das so klappt. Okay, schade. So einfach geht's doch nicht. Bei mir ist nämlich auch aufgefallen, da hinter uns ist nämlich gerade so ein Laster gespawnt. Mir ist nämlich aufgefallen, manchmal, wenn man sich rumdreht, dann despawnen die Autos einfach. Ups. Bei GTA weiß ich ganz durch Zufall, dass das auch eine Taktik ist, um schneller durch die Straßen zu kommen. Wenn du dich einfach umguckst, sage ich mal, dass du dann dadurch die Autos vor dir despawnst. Also so quasi. Weil dann vor dir nämlich keine Autos spawnen. Ob man das hier aber genauso anwenden kann, weiß ich nicht. Aber da wir das Game ja nicht speedrunnen wollen, ist mir das ja eigentlich auch fast egal. Nur sowas finde ich immer ganz interessant zu wissen. Einfach nur, weil interessante Game-Facts und so. Zu wissen, wie die Spiele funktionieren, die man spielt und so, gefällt mir halt. Liegt wahrscheinlich einfach dran, dass ich den Scheiß so ein bisschen studiert habe. Also ich habe ja Informatik studiert und da hatte ich auch so ein bisschen in Richtung Game-Design zu tun. Also jetzt nicht viel. Kann man wirklich nicht sagen, dass ich da irgendwas gerissen hätte. Aber halt so ein bisschen was habe ich mir schon mal angeguckt. Okay. Upsi. Autofahren kann ich auf jeden Fall nicht. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, weil sonst würde ich mich nämlich hier nicht überdrehen. Was ist denn das eigentlich schon wieder für Musik, die hier läuft? Ich lasse es einfach mal drauf. Wenn ich umschalte, dann finde ich eh keinen Radiosender mehr, auf dem Musik läuft. Von daher hören wir das einfach mal. Dann haben wir so ein bisschen Abwechslung. Ist ja auch in Ordnung. Alter. Also ich weiß nicht, aus... Ja, fahr mir doch nicht rein und beschwer dich dann auch noch. Was ist denn los mit den Leuten? Ja, also aus Kurven raus beschleunigen. Was war denn das für eine Navigation gerade? Warte mal, das muss ich kurz nochmal reproduzieren. Aus Kurven raus beschleunigen und so muss ich noch lernen. So, als ich gerade von hier kam, hier guck mal. Die Navigation, die führt einen jetzt in die Straße rein und dann direkt wieder raus. Interessant, interessant. Okay, da ist auf jeden Fall gerade gespeichert. Dann weiß ich jetzt auch, dass diese kurzen, die kurzen Lags zwischendurch teilweise einfach nur daran liegen, dass es gespeichert wird. Ich bin Mechaniker, kein Magier. Besorg mir die Zellen, ohne die geht's nicht. Ich muss überhaupt nichts für dich machen. Dann such dir doch einen anderen Dumm. Ich frage mich manchmal, ob man aus solchen Gesprächen tatsächlich was mitnehmen kann. Also ob man da wirklich Vorteile rausziehen kann. Warte mal, da ist irgendwo ein... Ah, guck mal. Nehmen wir das auch mal mit? Ach, wir sind sogar doch durch Japantown gefahren. Dann hätten wir auch hier vorne... Habe ich ja gesagt, dass wir uns mal auf die Graffitis gucken wollen. Also auf die Graffitis achten wollen, so rum. Hätten wir das mitnehmen können, aber können wir auch auf dem Rückweg machen. Ich markiere mir das einfach schon mal. Ups, Karte. Haben wir hier noch irgendwo eins? Da unten hätten wir noch eins. Upsi. Aber ich hätte gerne das hier. Weil das ja quasi auf dem Weg liegt. Da oben wäre auch noch eins. Hier wäre auch noch eins. Dann gehen wir erst zu dem. Aber erstmal quatschen wir hier mit denen. Habe ich das jetzt gescannt? Habe ich.
Ach so. Ah, also finde Andrews Nische, bevor du. Also ist das hier tatsächlich Andrews Nische, die wir hier suchen? Dann haben wir das also noch nicht verkackt. Cool. Dann ist es das hier also so. Gibt es ja manchmal, dass so Denkmäler errichtet werden für so. Ja, keine Ahnung, wie man das. Aber, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich die erkenne. Du warst wie eine Schildkröte, aber du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als Oma mir erklärt hat, was wichtig und was richtig und was falsch ist. Du bist meine letzte Erinnerung an eine bessere Welt. Eine Schildkröte? Soll das ein Witz sein? Weiß nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als wäre Barry ein besonders humorvoller Bulle. Aber eine Schildkröte? Das ergibt keinen Sinn, Johnny. Barry meinte, er konnte nur Andrew alles anvertrauen. Ist doch ein guter Grund, um ihm eine Nische in der Wand zu kaufen. Ihn hin und wieder zu besuchen. Nee. Der Schwachmat hat Eddies für seine Schildkröte verballert, nur um mit ihm zu reden? Findest du das normal? Stell dir das mal vor. Du hast niemanden. Deine geliebte Großmutter ist vor Jahren gestorben und hat dir diese blöde Schildkröte hinterlassen. Immer wenn Großmutter dir vom Leben erzählt hat, war die Schildkröte da. Als das Leben dich gefickt hat und deine arme Großmutter gestorben ist, war die Schildkröte da. Wie einsam muss man sein, um einem dämlichen Tier eine Nische zu kaufen? Übertreibst du nicht ein bisschen? Die Schildkröte war ihm wichtig, ist klar. Aber deshalb muss er ja nicht gleich komplett durchdrehen. Du kannst die Fakten so lange ignorieren, wie du willst. Aber davon verschwindet das Problem auch nicht. Ich würde seinen Freunden sagen, Leute haben schon Dümmeres wegen weniger als einer toten Schildkröte gemacht. Meinst du, es ist so schlimm? Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Der Schritt nach vorn liegt da nahe, besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Okay. Ja, also, ich weiß nicht, ich kann das jetzt auch nicht zu 100% nachvollziehen. Also, ich meine, das hier mit dieser Nische, okidoki. Ich kann es verstehen, wenn einem so ein Haustier viel bedeutet und sowas. Wir hatten übrigens auch schon immer so Katzen und sowas. By the way, nur mal kurz am Rande. Oder Vögel hatten wir auch schon mal. Nur Hunde noch nicht, weil ich einfach kein Hundemensch bin. Aber, also kann ich nachvollziehen, aber dadurch deswegen durchzudrehen, ist dann trotzdem nochmal eine andere Geschichte. Da muss ich schon zustimmen, sag ich mal. So, jetzt wechsle ich aber mal hier Radiosender. Wir fangen wieder mal von unten an durchzugucken. Irgendwie hört man auch teilweise echt immer die gleichen, also das hier. Das kam schon so oft, als wir auf diesen Radiosender gewechselt haben. Und natürlich ist sie wieder nirgendwo. Nicht dein Ernst. Natürlich ist hier wieder nirgendwo irgendwelche Musik. Aber naja. Soll mir egal sein. Wir fahren ja eh nur kurz die 5 Meter, bis wir hier unser tolles Graffiti uns begutachten können. Upsi, wenn ich nicht hier gegen die Palmen und so fahre. Theoretisch können wir dann auch gleich wieder zurück schnell reisen. Aber gucken wir mal. Vielleicht habe ich auch gleich spontan Lust. Ja, ich gucke mal, wo das Navi mich hinführt. Wie gesagt, bis jetzt war ich ganz begeistert davon, wie das Navi so funktioniert. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal dem Navi nach. Bestimmt hat das den direkten Weg zu dem Teil. Okay, hier gibt es wieder irgendeine Schlägerei. Ups, sorry. Okay, jetzt haben wir hier auch einen Schnellreisepunkt. Also an sich ist das gar nicht schlecht. Dann können wir irgendwann, wenn wir ja jetzt mal überall waren, einfach überall hin schnellreisen. Warum stehen die hier? Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. So. Wolves only hole at night. Alles klar. I see, I see. Haben wir noch irgendwo was? Hier drüben, das könnten wir eigentlich gleich mitnehmen. Ist ja auch in der Nähe. Dann müssen wir zumindest hier oben in dieses Berggebiet nicht nochmal rein. Und wir haben hier überall so. Was ist das hier eigentlich? Verbrechensmeldung. Neutralisiere die Bedrohung und sichere das Beweismaterial.
Gefahr hoch. Gucken wir mal, was da ist, wenn wir vorbeifahren. Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet, ob das teilweise vielleicht einfach hier diese... Diese Schlägereien auf der Straße waren, oder... Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Können wir ja gleich mal drauf achten, wenn wir vorbeifahren. So, ich habe diese Meldung mit dieser... Also diese Nachricht von wegen Verbrechensmeldung zwar am Bildschirmrand schon öfters mal gesehen, aber ich habe irgendwie nie drauf geachtet, was dann da wirklich abging. Aber wenn das jetzt nicht zu schwierig aussieht, dann gönnen wir uns das direkt mal, würde ich sagen. Alter. Manchmal bin ich echt ein bisschen zu doof zum Fahren, habe ich so das Gefühl. Aber das ist okay. Ja. Nein. Was sind das für eine Hupe? Okay, hier ist die Verbrechensmeldung. Und ich guck mal kurz. Das ist ein Auftragskiller. Von Arasaka. Aber da steht jetzt nicht Wache Arasaka. Das Problem ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. Ne? Aber ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Was soll's denn? Wir machen wieder ein Quicksave. Und dann stellen wir uns wieder hinter das Auto. Sind das denn jetzt alle negative? Also alles schlechte Leute? Was ist das dahinter für einer? Das ist auch eine Wache. Was ist das hier für einer? Eine Auftragskillerin. Also drei Leute haben wir hier. Ist die Frage, was passiert, wenn ich da jetzt eine Granate reinwerfe? Weißt du was? Ich mache mal Ablenkungsmanöver und dann werfen wir mal eine Granate rein, um einfach mal zu gucken, was passiert. Okay, ich mache denen kaum Schaden. Das ist nicht so cool. Aber warte kurz. Die ist Nahkampf. Okay, die beiden sind... Lol. Okay, die habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay. Lass uns Checkpoint laden. Habe ich jetzt nicht kommen sehen, so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass die sich auf einmal durch die Gegend teleportieren und auf mich zukommen. Das ist auf jeden Fall was Neues. Hey, warte kurz, haben wir jetzt wieder ein neues Auto? Das sieht irgendwie, die Farbe sieht irgendwie wieder anders aus. Naja, ist egal. Warte mal kurz, ich versuche mal kurz eine andere Taktik. Ich will mal kurz wissen, was passiert, wenn ich die Leute überfahre. Verpiss dich mal da, du Auto. Danke. Ah, lol. Lol. Als ob das so easy geht. Ja dann, können wir das ja öfters machen. Hi. Ah, und ich dachte, das wäre schwierig, aber einfach die Leute überfahren. Easy peasy lemon squeezy. Ich werde einfach nie mehr kämpfen. Katana kriege ich von der, okay. Gimme all. Irgendwie konnte ich gerade nicht alles snacken. Hat die jetzt eigentlich noch gelebt oder nicht? Okay, die Leute, die leben also tatsächlich noch, wenn die so am Boden rumzappeln und so. Habe ich ja schon mal bemerkt, aber ich wollte es einfach nur nochmal vor Schur links die und so. So, was ist mit dir? Ungewöhnliche Item-Komponenten und archiviertes Gespräch. Aha. Das ist dann wahrscheinlich das, was das Beweismaterial. Jawohl. Und dafür haben wir jetzt schon Geld gekriegt. Einfach nur dafür, dass wir das aufgesammelt haben. Und das müssen wir nicht zurückbringen. Ja dann. Dann müssen wir sowas auf jeden Fall öfters mal machen, würde ich sagen. Öfters mal Leute überfahren. Leute überfahren ist auf jeden Fall ganz praktisch, würde ich sagen. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass Überfahren so viel Schaden macht. Also wir haben zwar vorher ja schon mal Leute überfahren, aber das waren dann Zivilisten und die sind zum einen meistens ausgewichen, von daher keine Ahnung, wie viele von denen wirklich gestorben sind. Und zum anderen hätte ich halt gedacht, dass so Leute, die jetzt drauf vorbereitet sind, also so die, oder beziehungsweise Leute, die Panzerung haben und sowas, dass die vielleicht ein bisschen besser überleben als irgendwelche Zivilisten. Aber scheinbar ist das echt relativ easy. Müssen wir uns auf jeden Fall merken. Nehmen wir auf jeden Fall öfters in Anspruch, wenn das so easy ist. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Hier ist schon wieder der nächste. Komm ich hier einfach so durch? Was ist denn das hier für eine Butze? SPC Drive-In-Theater.
Sehe ich denn hier Autokino? Okay, kann ich hier einfach reinlaufen? Gucken wir doch mal. Hallo. Ich komme, um mir ein Autokino anzugucken und um Bier zu klauen oder so. Hallo. Ich hoffe mal, Zugriff gewährt. Ah, aufschließen. Hat der Autorisierer fehlgeschlagen? Wieso? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich irgendwas aufgesammelt, womit ich hier durchkomme oder so. Haben wir irgendwas mit Autokino oder so? Das hier sind, glaube ich, alles nur Texte. Ich gucke hier nochmal durch. Nicht, dass wir wieder irgendwo was haben, was wir hacken können oder so. Das weiß ich nämlich nicht. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ja, doof. Also, dann habe ich vielleicht was übersehen. Vielleicht hätte man dann hier einen Weg gefunden. Vielleicht wäre man hier irgendwie reingekommen. Guck mal kurz außen rum, ob man hier irgendwie anderweitig reinkommt. Sonst müssen wir später nochmal zurückkommen. In der Hoffnung, dass das resettet wird. Aber ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir da jetzt irgendwas verkackt haben oder so. Weil da stand ja, wie gesagt, eigentlich Zugriff autorisiert. Und dann konnte ich R drücken zum Aufschließen. Also war jetzt ja eigentlich nichts dabei, was irgendwie ja, schwerwiegend schief gehen konnte, sag ich mal. Von daher, oben könnten wir vielleicht durch. Achso, warte, vielleicht können wir auch von außen. Okay. Ups. Hallo. Ich laufe nochmal eine Runde. Vielleicht können wir auch von außen irgendwie da hingucken. Obwohl, nee, das ist ja... Ah, nee, okay, die Leinwand ist relativ weiträumig eingezäunt. Schade, schade. Ja, irgendwie kommen wir im späteren Verlauf da noch hin. Vielleicht klauen wir uns einfach irgendwo mal einen Helikopter oder so. Falls das jetzt wirklich verkackt wurde. Komm ich hier denn gar nicht rein? Was ist denn das? Warte, ich versuch's nochmal. Oder habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ah. Nachrichten? Warum ist eigentlich dieses Penis-Nanogel überall? Was soll denn das? Pixel Cloud Night City zum Jahres... Achso, das Ding heißt Pixel Cloud Night City. Ah, da haben wir aber auch eben gerade so ein Ding zu bekommen. So eine, so eine Nachricht zu. Vielleicht steht da ein Passwort drin, also ein Code. Achso, der Zugangscode zum Haupteingang wurde auf 0000 geändert. Ja, easy. Hätte sich das auch schon geklärt. 0000. Ja, hallo? Ah, nice. Wenn man nur einmal richtig guckt, was man dann alles findet. Unfasslich. Okay, hallo. Finde ich aber auch gut, dass sowas passiert. Also, dass man sowas mal machen muss. Okay, hier gibt es noch irgendwie eine Jacke. Hier gibt es Boxen. Okidoki. Ich frage mich zwar, was diese Boxen hinter einer Leinwand bringen, aber hey. Wahrscheinlich einfach nur so abgestellt zum Lagern. Gucken wir doch nochmal kurz hier durch, ob es hier irgendwas gibt. Da, die sind einfach zugesperrt, alles klar. Interessant, interessant. Ah. Okay. Geh an. Schade. Ja, okay, nichts Interessantes. Also verpissen wir uns wieder. Warte mal kurz. Hier oben vielleicht nochmal. Dann gucken wir da nochmal rein. Aber ansonsten gehen wir einfach gleich wieder. Ah. Blut, blut, blut. Hier gibt es noch irgendwas Grünes. Eine Brille. Die ziehen wir uns auf. Inventar. Die ist doch bestimmt hier irgendwo? Nee. Hier irgendwo? Ist die denn besser? Ach, mindestens Level 16. Oh, wir können die coole Brille nicht benutzen. Traurig, traurig. Gucken wir mal, ob wir die bis Level 16 behalten. Okay. Hier ist noch was.
Ja, alles klar. Komm. Weg hier. Was wollte ich denn als nächstes machen? Ach genau, wir wollten ja diese Mission mit Judy machen. Dass wir die mal anrufen. Ich gucke noch mal kurz auf der. Ach so, genau, auf dem Rückweg wollten wir ja einmal hier noch an dem hier vorbeifahren. Das war ja der Plan. So. Und dann haben wir es nämlich auch. Oder warte, wir können uns ja wieder. Sollen wir uns teleportieren? Bringt das was? Ach komm, wir fahren das Stück. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas Interessantes. Vielleicht noch ein paar Leute, die wir überfahren können oder so. Aber dann könnte es das eigentlich sogar auch für diese Folge fast wieder gewesen sein. Dann machen wir das mit Julie einfach nächste Folge. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Habe ich eigentlich? Ups. Okay, ich habe nur gerade mal versucht, was passiert, wenn ich Handbremse und Gas gleichzeitig halte. Hat weniger gebracht als erwartet, aber gucken wir mal. Irgendwann komme ich noch dahinter, wie man die am besten fährt, die Autos. Also wie man auch am besten um Kurven rumfährt, ohne dass man sich dreht und so weiter. Wahrscheinlich muss ich einfach. Ups. Okay. War wieder zu schnell. Wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen hier das Gas nur leicht antippen, sag ich mal, beim um die Kurve fahren. Das war, glaube ich, ein Problem bei mehreren Spielen. Okay, wir machen mal mit Bande. Okay, mit Bande funktioniert nicht. Was wollte ich sagen? Achso, genau, das ist ja bei ein Problem bei mehreren Spielen, dass du halt einfach, wenn du durchgehend nur Gas gibst, dass du dich dann überdrehst, sozusagen. Vielleicht ist das einfach so, dass man hier auch, ups, eher so ein bisschen drücken muss, also so leicht drücken muss, weil wir haben einfach einen Frank, der gut ausgekleidet ist. Interessant, interessant. So, guck mal, sind wir doch schon fast da. Geht ja richtig schnell, Leute. Da sind wieder Autos durcheinander ge gefahren. So. Wo müssen wir denn hin? Wo führt das denn lang? Ist das jetzt eine Unterführung? Ja, das ist eine Unterführung oder sowas. Okay. Okay, und wir müssen einfach noch weiter nach unten. Stopp. Okay. I see. Ist das wieder so eine Kanalisation wie die, wo wir uns mal mit dieser einen Militech-Tante getroffen haben? Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier sein sollte. Aber hey. Scheißen wir ja schon mal drauf, ob wir hier sein dürfen oder nicht. Interessant. Warte. Ach, oben, über uns, okay. Über uns ist ein. Über uns ist ein Wegpunkt, also ein Schnellreisepunkt. Okay, hier sitzt einfach einer. Was geht? Such dir mal einen Job. Muss ich jetzt, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Nachdem wir die hier in der letzten Gasse gefunden haben. Aber naja, wie auch immer. Wir warten hier mal. Also, wir machen hier mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.